Castello San Feliz dann nach links abbiegen, um auf Via Castello San Feliz zu bleiben. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Radwanderfreunde, hier an Tag 2 aus Verona. Ja, es ist morgens 10 Uhr und es sind 28 Grad im Schatten. Die Stadt ist nicht wirklich leerer. Die Italiener kennen wohl auch sowas wie einen Brückentag. Und ja, ich werde mich dennoch hier ein wenig umschauen. Schauen, ob es etwas für mich Neues gibt, was ich gestern noch nicht gesehen habe. Gibt es bestimmt weiter in den Außenbezirken, aber ich werde das heute auf ein Minimum begrenzen, weil wie gesagt 28 Grad und ja, wir werden schauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch heute dran bleibt und mich begleitet. Und wünsche uns einen schönen Tag. Ja, hier nochmal der Markt. Wie man sieht, auch heute gut besucht.
ja, offensichtlich hier ein Politiker. Und wenn man genau hinschaut, ringsherum Polizei und Zivil. Einen wunderschönen guten Abend hier am zweiten Tag aus Verona. Wie ihr vielleicht hinter mir seht, der Himmel etwas bedeckt. Es hat heute also mehrmals geregnet. Das tat der Luft ganz gut. Es ist jetzt sehr angenehm, das Klima hier. Es waren heute wieder 29, 30 Grad. Und ja, ich lasse es jetzt am zweiten Abend auch ganz gemütlich hier ausklingen. Werde morgen dann früh meine Sachen packen und ganz gemütlich zum Zug fahren. Und ich bin gespannt, wie die ÖBB das alles handelt. Und ich habe es mir heute schon angeschaut, sah ganz gut aus. Ich freue mich auch, wenn ihr wieder morgen mit dabei seid und verbleibe bis dann, euer Andi. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen hier am dritten Tag aus Verona. Heute ist Abreisetag. Ich habe meinen letzten Latte Macchiato, mein letztes Croissant und werde nachher dann hier zum Hauptbahnhof in Verona fahren, um dann mit dem Zug erst nach München und von München dann nach Berlin zu fahren. Ich hoffe, es funktioniert alles. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei diesem letzten Teil meiner Tour auf der Via Claudia Augusta mit dabei seid und würde mich dann nachher melden, nachdem ich erstmal, wie gesagt, gefrühstückt habe. Ja, wie schon angesprochen, die letzte Fahrt nach bzw. durch Verona. Für mich geht es heute wieder nach Hause. Es waren wunderschöne Tage, teilweise anstrengend, aber das gehört dazu. Deswegen macht man solche Radtouren oder Radreisen. Und von daher alles gut. Ich würde diese Reise jederzeit wieder machen. Und nun aber erstmal zum Bahnhof. Ja, vom Campingplatz hier durch Verona durch bis zum Hauptbahnhof sind es ca. 14 Minuten.
der Bahnhof von Verona. Ja, ich hab's geschafft, wie ihr seht. Ich bin auf dem Bahnsteig. Werde jetzt noch etwas warten, bis der Zug dann Richtung München startet. Ich bin gespannt, ob man sich dann auf die ÖBB verlassen kann, ob das alles so funktioniert wie gebucht, und werde natürlich dann berichten. Ja, ich hab's geschafft, wie ihr seht. Ich bin auf dem Bahnsteig. Werde jetzt noch etwas warten, bis der Zug dann Richtung München startet. Ich bin gespannt, ob man sich dann auf die ÖBB verlassen kann, ob das alles so funktioniert wie gebucht, und werde natürlich dann berichten. Wie ihr seht, ich sitze im Zug Richtung München. Der Zug sehr gut ausgebucht, und was soll ich sagen? Ansonsten ein sehr schöner, sehr klimatisierter, angenehm zu sitzender Zug hier. Ich werde jetzt noch die Zeit Richtung München genießen. Hoffe, ich bekomme hier noch ein paar schöne Ausblicke. Und würde sagen, wir sehen uns dann in München Hauptbahnhof wieder. Bis dahin. Ja, München angekommen, und wie man sieht, Deutsche Bahn ausreichend Platz wieder für ganze 8 Räder, und das auch während der Urlaubszeit. Ich glaube, da muss man nichts mehr zu sagen, weil sowas geht einfach überhaupt gar nicht. Ja, wie man hier sieht, schon mal mit Verspätung abfahren. Unser Zug hat die Aufenthalt bis 20:16 Uhr. Wir wechseln die Fahrtrichtung, und dann geht es weiter nach Hamburg.